Servus meine lieben Oldtimer-Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode auf der Altenstein. Mit dabei ist wieder der Manu. Moin Moin. Der Bernd. Hallo. Und ich, der Samu. Oh ja. Hey. ja. Ihr wollt mir nur fertig machen. Was? Nein, um Gottes Willen. ja, wir haben jetzt schon mal einen kleinen Platz frei gemacht, ne? Mit dem Beaster, mit dem fleischfressenden Zahaka, oder wie nennt sich das Teil noch? Hackfleischzahakenden Zahaka irgendwie so. Ja, auf jeden Fall haben wir eine schöne gerade Ebene. Da kann eigentlich der amerikanische Case hier oder Farmal-Trecker eben halt hingestellt werden. Und da kann man hier halt vernünftig die Baumstümpfe oder eben halt die kleinen Äste fräsen. Wir fahren jetzt einmal, ich würde sagen, ich fahre mit den MAN zum Hof und dann kann da weitergefahren werden, weil ich habe keine Lust zu laufen. So, ich fahre einfach. Okay, wow. Was mache ich? Das ist eine gute Frage. Was sind jetzt eigentlich da drauf? Du kannst eigentlich schon den Farmaltrecker rüberstellen auf die andere Seite. Was mit den Hackschnitzen? Klar, Mann. Schiff machen. Ja, das weiß ich nicht. Ist er denn schon voll? Ist eigentlich voll, oder? Glaube ich nicht. Glaub ist noch nicht voll. Beide Anhänger? Nur einer ist voll. Beide Anhänger? Nee. Nein, beide Anhänger. Hä? Das glaube ich nicht. Nee. Beide einer. Voll? Das glaube ich nicht. 6000 Liter? Ja, Samu, du musst genau gucken. In einen Anhänger passen 6000 Liter. Ja, der andere mit Plane, der ist leer. Ja, dann stell ich. Kannst du den beiseite fahren? Dann bleibt einfach. Du fährst wieder. Fahr doch nicht so eng rum, Mensch. Die Anhänger, die treffen sich schon, du. Das ist alles mit eingeplant. Ja. Genau. So. Stellen wir den hier her. Passt so, fahren wir den einmal rum hier. Ah, ist wieder richtig schön hier tief stehende Sonne, wa? Gefällt mir da. Ja. So. Oh, schön. Guck. So, und den fahren wir hier auch auf Seite. Soll ich das Holz jetzt wegfahren oder wie habt ihr das jetzt vor? Wir müssen ja den Steier jetzt noch zurückbringen. Ja, deswegen. Ich wollte dann eigentlich den. So, ja, dann bist du mit dem Bernd und mit dem LKW unterwegs und ich fahre dann die Holzstämme zurück. Ich fahre halt mit euch dann mit. Ja, gut, das kannst du machen, ja. Ich habe den schon mal zum Hof gefahren. Wo ist denn der Steier jetzt überhaupt? Dann laufen wir schnell zum Hof, Bernd. Ja, okay. Wo habt ihr den Steier hingestellt? Der steht ja gar nicht mehr an der Bachseite. Ich weiß nicht, wo der Steier ist. Du hast ihn nicht zurückgenommen, oder? Nein. Ich auch nicht. Oh, oh. Ja, wie oh oh. Jungs, kommt mal her. Wie jetzt oh oh. Wer hat den da überhaupt hingestellt? Hä? Wer hat den. Komisch, der stand die ganze Zeit hier, ne? Ja, der ist runter. Der ist runter. Einfach runtergeplumpst. Hast du vergessen, die Handbremse anzuziehen? Ich doch nicht, ich hab den gar nicht dahingestellt. Ich auch nicht. Oh, der läuft zumindest noch. Wie schiebt den da raus? Ich weiß nicht. Blub. Können wir probieren? Ja, Steier, ja! Hey! Ja, Steier! Ha! Oh. Ich musste quasi. Nein! Fahr! Ja! Ey, das ist doch unglaublich. So. Irgendjemand hat vergessen. Du, ich hab ihn da nicht hingestellt. Wirklich. Die Leute hier zuletzt am Hof, die haben hier noch hier freigemacht. Na, dass man nicht Sebastian gewesen ist, so. Ey, ich sag's dir, den werde ich zusammenschmeißen. Hey, wieso ist doch nichts passiert? So ist er wieder. Guck mal, der glänzt ja wieder jetzt. Hm. Wirklich, der glänzt wirklich. So. Okay. Ja, der Schnee muss aber weg. Hä? Der ist so, ja, kommt doch. Das Schnee haben wir einfach auf die andere Seite. Ah ne, Wendeschaltung ist. So, erstmal Licht. Der Zwilling von Manu oder was? Hä, was? Also, Manu, ich seh nix. Zwilling. Hoppala. Hm. Also, ich seh nix. Solange ich nichts sehe, ist alles in Ordnung. Oh Mann, wie konnte das denn nur gerade passieren? Aber nee, das schneiden wir alles raus. Lol. So. Ah, ich meine, die Hofeinfahrt, das geht ja gar nicht. Ist im Frühling hier und das steht dann. Samu, kannst du mal beiseite gehen? Du willst mich jetzt fräsen, oder? Ja, so ein bisschen auf die andere Seite schießen, da wo du bist. Wir holen dann schon mal den LKW, Bernd. Ja, ihr könnt jetzt schon mal ein bisschen, aber wie gesagt, ich wollte auch ein bisschen mit bei sein, ne? Ja. Wir stellen den jetzt nur bereit für dich. Wo ist denn der überhaupt? Der steht da hinten noch. So. Da, wo der Autowagen ist.
Ah. Nee, okay. bei dem Klaas Matador, glaube ich. Hm, nein, wir nehmen den anderen LKW. Wir haben ja den roten, weißt du, wir haben ja zwei. Ach so. Die wir ausgeliehen haben. Genau. Na? Achso, dann holst du den anderen Tieflader, oder? Bernd. So, ja. Ja, komm. Ich denke. Jetzt aber. Okay. So. Man muss leider immer Steuerung I drücken zum Abladen. Ist. Aber gut, das wird schon gehen. Dann holen wir den anderen Tieflader nochmal eben. Ich steck fest, das gibt's doch nicht. Ach so. Lass das doch erst mit den Tieren machen. Das habe ich ja nur erst gedacht. Fahrt doch erstmal, holt doch die Tiere. Ihr könnt die Tiere ja schon mal aufladen, ja. Ah ja, okay. Mach mal. Daran habe ich nur gerade erst gedacht. Weißt du, natürlich nehmen wir wieder den anderen hier, der mit 4-Achser. Weißt du, den 4-Achser mit dem. Ist das Rohr noch richtig? So. Ah, wunderbar. Guck mal, die Einfahrt kriegen wir noch frei hier. Ja. Ach ja, worauf ich gerade hinaus möchte, ist, das ist mittlerweile, weil wir ja sämtliche Videos vorproduzieren, aber was mir jetzt gerade so einfällt, es gab hier viel Gesprächsbedarf um die Fräse. Die Fräse gibt es so nicht zum Download, sage ich gleich vorweg, ob die Leute uns das glauben möchten oder nicht. Das sei denen selbst überlassen. Aber wie gesagt, wir haben ein bisschen was dran verändert und unsere Version gibt es nicht zum Download. Ne, dass das schon mal feststeht. Es gibt die Fräse zum Download. Allerdings, die Leute sollen auch mal selber suchen. Ich meine, wir haben eine detaillierte Mod-Liste, die könnt ihr euch unter unserer Kanalinfo und demnächst auch in unserer Beschreibung auch anschauen. Aber derzeit ist das nur unter Kanalinfo zu sehen. Und auf jeden Fall, wir wollen den Leuten das wirklich nicht so einfach wie möglich machen. Die sollen auch mal selbst suchen. Weil ich glaube, das war auch... Wir selber mussten ja auch für die Mods erstmal ein bisschen rumschauen. Deswegen, ja. Und das ist auch nicht einfach gewesen. Nee. Ja. Ich meine, ich sag gleich vorweg, die Fräse gibt's nicht bei LS-Portal oder bei Modhoster zum Download. Ich glaube, das ist auch wirklich absichtlich von den Leuten, die halt die Fräse gebaut haben, nur gewollt. Es gibt ja auch eine bestimmten Social-Media-Seite. Das kann ich vorweg sagen. Einige wissen es vielleicht bereits auch schon. Und aber wie gesagt, wir werden da auch keinen Link reinschicken. Die Leute sollen eigentlich mal selber suchen. Weil ich glaube, das war auch Sinn des Erfinders. Weil ich meinte, warum sollten wir den Leuten das so einfach wie möglich machen? Ne? Ja, damit man halt mal auf die Facebook-Seite und die mal unterstützt. Ja, genau. Genau. Deswegen gleich nicht immer den ihr Link da also reinschicken oder so, das machen wir in dem Fall nicht. Wir werden sicherlich die Fräse namentlich in der Modliste erwähnen und wir können dann dazu schreiben, wo es die zum Download gibt. Weil ich denke auch mal, die Leute haben es sicherlich auch verdient, dass sie auch mal einen Besuch auf deren Seite dann auch mal machen. Kommst du mal kurz her? Komm. Na komm. Die letzte Stück, ihr will nicht. Ja, jetzt aber. Ja, komm. Ja, wunderbar. Samu? Ja, ich bin hier. Oh. Ach, klar. Samu? Kannst du den Anhänger hier wegstellen? Der Bernd hat dich schon zu suchen, oder? Ja, der läuft die ganze Zeit umhängen und sucht mich. Samu? Wo ist Samu? Oh mein Gott, Samu ist weg. Das hat jetzt passt. Samu? Wir haben uns irgendwie nie getroffen. Nee. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Irgendwie, so. Ja, ich habe immer noch zwei Manus hier. Guck, ja, das kann gut möglich sein, das ist ja... Ist ja relativ. Ist dein Zwilling. Ich kann noch gerade nicht aussteigen, ich bin... Ja. Voll im Werkzeug. Aber weißt du was, so lassen wir das jetzt. So kann man schon lassen. Ja, den müssen wir auch noch in die Scheune stellen, ne? Ja. Ja. So. Oh, wie krieg ich das jetzt am besten hin hier? Du, da bin ich auch rumgekommen. Ich will gar nicht zu dir kommen, weil deine Fahrweise... Ja. Ah, lass doch den armen Bären, der kann das schon. Achso, wolltest du ihn wieder anhängen? Ja, ja.
Ja. Ja, weiter, weiter. So. Und ich denke mal, dann ist hier, ja, wenn wir hier fertig sind, dann ist auch ein Feiern, wa? Dann. Ja. Ja. Wenn du magst, kannst du ja noch abladen, ne? Oder wie hast du das vor? Ich schaue ihm, was Bernd da veranstaltet. Ja. Kommst du da nicht rum? Ja, ich komme hier rum. Ja, weiter. Oh, du darfst nicht so scharf einlenken. Jetzt musst du voll rum, voll rum. Nee, du musst anders einlenken. Ja, genau, mehr so rum. Bist du kommst da hinten schon wieder gegen. Nur einlenken. Deswegen. Weiter. Ja, genau, so rum einlenken. Genau, und jetzt? Du musst natürlich auch rumkommen. Dann musst du nochmal gerade fahren und hier so rum. Genau. Weißt du? Ah, den Spiegel. Den Spiegel. Ja, ich hab's gesehen. Heieieiei. Das ist eine ganz knappe Geschichte. Ah, Mann, das schickt. Ja, komm, lass mich mal, komm. Ich zeig dir das. Ja, okay, das ja. Ist ja, ja. Du, ich bin da beim letzten Mal auch vor hier. Ja, jetzt hast du ihn total verkniest gerade. Wo ist denn hier jetzt eigentlich hier die Beladestation? Geradeaus da an der Wand. Aha. So. Warte mal ein bisschen so rumfahren, damit der LKW dann noch Platz hat. So. Ach ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du bist nur halt ziemlich nah an der Wand gefahren. Du bist an der Wand? Ja, er ist ziemlich nah an der Wand gefahren. Da kann ich denn auch nichts mehr dran richten. Ich kann ihn hinten nicht lenken. Warum nicht? Ja, wie soll's. Ja, dann heb dir doch mal hinten an und fahr rum. Samu, du bist im Weg. Ja. Fall über den Schuh. Mann. Gott sei Dank hab ich Stahl, hab ich Schuhe an. Du bist echt ein bisschen nah an der Wand gefahren, Bernd. Ja, aber wie soll man das sonst? Ja, in Zukunft fahre ich immer selbst, oder? Das ist wirklich. Ja, ja. Ist so. Guck mal, ich komme hier jetzt problemlos entlang. Ist so. Ja, danach, wo du hier die Wand kaputt gemacht hast. Ja, du, wenn Bernd anfangs so nah ranfährt, so, da kann ich dann auch nichts für. So. So, Oma, hier, Oma Elsa wollte ich schon sagen, hier. Kuh Elsa muss ja noch eingeladen werden, wa? Oh. Hast du die Kameltreiber schon eingeladen? Sind die schon drin? Ist ja gut. Das ging jetzt aber schnell. Das ging wirklich schnell. So. Wie ging das jetzt? Ja. Und da reinlaufen einfach. Irgendwie so. Ja, glaube ich so. Ja, wenn du pfeifst, dann laufen die einfach da rein. Das ist aber schön. So einfach über den Zaun gesprungen, wa? Ja. Siehst du, komm mal ohne Probleme, wa? Fahr ich hier auch so, dann. Nee. Mensch. So. Da kann eigentlich hier. Ja, weiß nicht. Weißt du was? Wir fahren den Steier da so hin. Wir brauchen das gar nicht auf dem Tieflader machen. Fahr den Steier einfach so mit. Bernd, du gehst. Oder fährst du den Steier und ich fahre mit. Ja, deswegen. Ja, da können wir alle Mann zum Dings fahren. Ne? Du musst dann allerdings beim Händler eben anhalten, wa? Bernd, dann zeige ich dir, wo das ist. Okay. Ne? So. Ach ja. Wir haben Oldtimer-Projekt und fahren mit fast neuen Maschinen hier durch die Gegend, war. Aber das hat jetzt bald auch wieder ein Ende. Das ist dann jetzt so hier der Umzugsstress so ein bisschen hier. Ne? Dass wir die Tiere eben loswerden. So. Wir stellen den eben beim Händler hin und Sebi hat mich angerufen, dass er ein bisschen später heute kommt. Er fährt heute Abend mit dem LKW los. Wir sollten die Tiere schon mal aufladen, weil das machen wir jetzt nicht hier. Weiß nicht, um 21 Uhr nachts. Die Leute vom Händler werden sich um die beiden Kühe kümmern, ne? Ja. Wir stellen den einfach mal dahin. So. Und dann kommt Sebi nachher und der fährt die Tiere dann weg. Okay. So. Oh. Nicht das Wartehäuschen da platt machen. So. Guck. Soll ich den hier Steier da eben hinfahren? Weil laufen ist immer ein bisschen blöd. Der muss da hinten hingefahren werden zur Biogasanlage da. Ne? Dann fahre ich den noch schnell weg. Muss allerdings wieder zurücklaufen. Ja? Aber dann macht er nichts. Wo steht eigentlich Opa Siegfried sein Auto? Weiß ich jetzt noch nicht. Der müsste da hinten noch beim Pausenwagen stehen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ja doch. Der steht am Pausenwagen. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir den Pausenwagen da stehen lassen? Ja. Ja, erstmal. Ja, ne? Ist ja abgeschlossen, oder? Ja, ja ist genau. Abgeschlossen. So. Stellen wir den bei der Biogasanlage hin. Irgendwo da zwischen den beiden Scheunen, da sollen wir den da hinstellen. Achso. Ja. Ja, weil der Typ hier bei der Biogasanlage, der wollte hier auch noch ein bisschen fräsen und ein bisschen freischieben und hier und da. Ne? Ja. Genau, neben den
Neben dem kleinen Generator, Schuppen da. Ach so. So, da sollen wir ihn hinstellen. Bloß direkt nicht vor der Tür, sagt ihr da. Aber da denken wir ja sowieso immer mit. So. Guck, siehst du wohl. Noch Licht ausmachen. Schlüssel hat er mir gesagt, den soll ich auf der Holzkante da legen. Über der Tür da. So. Ach, ich komme da gar nicht ran. Ja, so. Zack. So, dann muss ich eben schnell wieder zurücklaufen. Aber ist auch eine schöne Biogasanlage, wa? Aber in hier Old Valley soll ja auch eine Biogasanlage sein. Da bin ich auch mal echt gespannt drauf. Ach ja. Wie da wohl die Leute drauf sind, ne? Wenn wir da hinkommen. Wa? Bin ich gespannt. Ja. Der Hof stand einige Jahre lang leer. Das ist wirklich, das kann man den Hof auch anmerken. Da waren hier Scheunendächer zum Teil schon eingebrochen. Aber da wurde einiges dran gemacht. Jetzt auf der neue Heubohnen da wurde viel dran gemacht. Wirklich. Mhm. Da soll eine richtig schöne Werkstatt da auch sein. Denn eine riesen Abstellkammer. Vor allem das Gute ist, alles das, was da beim Hof ist, das übernehmen wir alles komplett. Er räumt nichts da weg, weil ihn interessiert das alles nicht mehr. Und das zum Teil richtig neue Sachen sind da. Kabeltrommen, Wasserschläuche und alles Mögliche. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist nicht schlecht. Ja. So, hast du abgeladen? Perfekt. Ja. So. Dann mache ich einmal ein bisschen, ich wollte gerade sagen Frühsport, aber nennt sich ja Spätsport, so gesehen. Spätsport. Ja. Könnt ihr euch an MRN dranhängen? Nö, ich laufe so zurück. Ich bin ja fast schneller wie du. Ich bin direkt hinter dir. So, ich laufe hier entlang. So, ich denke, hier brauchen wir auch nicht mehr frei machen, weil das lohnt sich schlichtweg nicht, weil er wollte, glaube ich, direkt morgen früh damit anfangen, beim Fräsen da. Es ist eigentlich noch schön, dass wir da die Einfahrt da, jemand dazu geschoben hat. Wa? Hier, genau, das mit dem Dröscher. Guck mal, der Dröscher ist weg. Allerdings, er wurde auf dem Tieflader im Nachbarort verfrachtet, weil irgendwie hatte Paul da auch eine kleine Panne. Allerdings, Schneidwerkwagen passte da nicht mit drauf. Und ich weiß nicht, ob Paul nochmal hierher kommt oder so, weil ein Drescher ohne Schneidwerk, ich meine klar im Winter, nur allerdings nicht, aber Schneidwerkswagen und Schneidwerk, den brauchen wir ja sowieso nicht hier. Oder können wir nicht gebrauchen, wir haben ja selber einen. Ja. Und irgendwie müssen, keine Ahnung, ob er nochmal hierher kommt oder so, oder ob wir den nochmal rüberfahren, das müssen wir dann noch hinsehen. Solange bleibt er eigentlich mal erstmal hier stehen. Wir können uns in der nächsten Zeit darum kümmern, den Klaas Matador eben in die Scheune zu fahren, bis er auch abgeholt wird, wa? Ja, guck mal, die Ballenpresse, die da noch ist, die steht da noch so draußen, wa? Dass das eben alles drin ist. Da können wir uns in der nächsten Zeit drüber, da eben halt mit beschäftigen. Das machen wir. So, aber komm jetzt, Jungs, lass reingehen, Mensch. Ich hab keine Lust mehr. Los auch. Ich hab keine Lust mehr. Ja, ich krieg schon kalte Füße hier durch, du. Ne? So. Dann stellt euch mal da vorne hin. Ja. Guck. Und dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Würde uns wahnsinnig freuen. Und dann würden wir uns einfach mal beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus. Ciao.